Ja moin, ihr lieben Knuffis, willkommen zurück bei Baldur's Gate 3 in Raymonds Rappelkiste mit meiner Wenigkeit und dem lieben Danibert. Hello. Hello. Danibert, ich habe eine Frage. Oh. Wenn du eine Fremdsprache erlernen könntest, ohne dafür wirklich Aufwand zu betreiben, also du könntest sie einfach so mit einem Finger schnippen. Ja. Welche würdest du auswählen? Russisch. Russisch? Ja. Okay, Nastrovje. Weil wir einfach super viel Kontakt haben mit russischen LKW-Fahrern. Ah. Und das würde mir vieles erleichtern. Wow, das wäre cool. Das wäre cool. Ist aber eine ziemlich harte Sprache, so von Klang her. Ja. Cool. Ja. Frage nun ist, wie weiter? Hier oben schlafen ziemlich viele Leute und da hat es eine geborstene Wand. Hier geht's hoch noch. Hier geht es hoch. Dann lass mal hochgehen. Nein, was mache ich denn? Wo laufe ich denn hin? Ich muss doch da hoch. Nicht erreichbar. Ah, weil Gale. What? Jetzt hast du einen aufgeweckt. Es tut mir leid. Weck doch die Leute nicht auf hier. Aber der sieht noch ein bisschen. Oh, man kann wieder graben hier. Zum Glück haben wir eine Schaufel dabei. Der ist böse, weil ich getrampelt habe. Menno. Ich habe hier was gefunden. Großer Knüppel, Schweinekopf, Schweineschulter, Schweinelende, Elixier des Kolosses. Trink dies, um größer zu werden. Waffen bewirken zusätzlich ein Viererwürfel Schaden. Und du bist bei Stärkewürfen und Rettungswürfen im Vorteil. Okay. Ersetzt bei Konsum die Effekte anderer Elixiere. Okay. Cool. Und Elixier der Hügelriesenstärke. Erhöhe deine Stärke auf 21. Dieses Elixier kann auf ein Ziel geworfen werden, damit seine Effekte wirken. Hm. Okay, das sind aber coole Sachen hier. Den Knüppel, den verkaufen wir wohl. Diese beiden Dinge, die behalte ich mal hier unten. Wenn, dann nehmen wir doch beide direkt auf einmal. Ich gehe da mal hier oben noch kurz lang. Ich glaube zwar, hier kommt man eher wieder weg, wenn ich das richtig interpretiere. Nichts zum Ausgraben, nein. Hier hinten vielleicht noch irgendetwas. Oh, du bist da hochgekommen? Ja, mit Springen. Okay. Ich bin jetzt wieder im Wald. Hier hat es ein mächtiges Beil. Kurz gucken. Beil, 2-7 Schaden. Kann geworfen werden, aber wie viel Gold gibt das? 16, ja. Mal hier ein. Und Skelett. Holzrinde. Hügelriesenfinger. Uah. Aber ist eine Sackgasse, oder? Ja, sieht mir nach Sackgasse aus, aber noch 76 Gold gepackt. Passt bloß auf, wenn du wieder runterkommst. Nicht springen. Ja. Ich konnte einen kleinen Beef abwenden, indem ich ihn eingeschießt habe. Aber er hat gesagt, stör mich nicht nochmal. Okay. Vielleicht besser so. Oder? Hey, guck mal, ich glaube, du musst trotzdem nochmal hochkommen. Oh oh. Respektive, warte mal, ich versuche das mal. Weil, wenn ich auf die Map gehe. Ja. Dann sieht das so aus, als könnte ich da rechts. Da rechts runter kannst du runterspringen, das ist der Kiste. Ja, genau. Nicht genügend Platz, -3 EP.
Hier hinten vielleicht auf dem Baumstamm. Ist genügend Platz, komm schon. Nein! Boah. Verschlossen. Schlossknacken. Da muss doch das Mega-Zeug jetzt drin sein. Ja, ziemlich lootige Folgen momentan. Aber hier gibt's leuchtender Schild. 48 Gold. Du kennst den Trick. Ruhe mitnehmen. Bin ich mal gespannt auf deinen Turm irgendwann. Leuchtender Schild. Liebender Schutz. Einmal pro kurzer Rast. Wenn du weniger als 50% Trefferpunkte hast und Schaden erleidest, erhältst du 8 temporäre Trefferpunkte. Hey. Gale kann die Magie dieses Gegenstands absorbieren. Hast du ein Schild? Ich habe einen Schild. Weil ich laufe jetzt nur mit so einem Deppenholz. Nasse plus 2. Das ist auch plus 2, aber vielleicht möchtest du das Teil nehmen und mir dann dafür deins geben. Ja, schieb mal. Weil du rennst ja eher mal in den Nahkampf. Ja. Vielleicht gar nicht so schlecht. Ich habe das Holzschild da so. Ja. Nicht so mega, der Brüder. Aber geht auch. Cool. Dann kann gebe ich das dem Rainy Bird. Kann ich. Oh, was habe ich jetzt gemacht? Oh, da waren. Da waren Fallen. Oh, oh. Sicherheitsschild. Dankeschön. Rettungswurf plus 1. Und das hatte ich bei dem hier nicht. Kann das noch jemand brauchen? Rüstungsklasse plus 2. Der Gale hat auch plus 2. Okay, dann mach mal das da rein. Immerhin, hier kommt man wieder runter, ohne vielleicht direkt drauf zu gehen. Ja, ohne dass die halt Beef anfangen da oben, ja. Mhm, ich glaube, das versuche ich mal, weil der Beef, der wird noch kommen. Sollst du noch zu der bröckligen Wand hier oben oder sollen wir rund? Ich glaube, wir versuchen das mit der Wand. Okay. Aber wie sollten wir das hinkriegen? Weil egal was wir tun, wir werden die anderen aufwecken. Dann werden die vielleicht. Ja gut, je nachdem wie weit wir weg sind. Aber ich hätte schon eine Idee. Soll ich vielleicht trotzdem auch mal mit dem Reden versuchen? Ja, ja klar. Also wir können da schon reingehen. Sag nur, es wäre langweilig. Mhm. Ah, wir können schon rein. Okay. Dann wollen wir vielleicht zuerst den Weg versuchen, bevor wir oben irgendwie was okay. aufbrechen. Ich habe noch kurz gespeichert. Und ich habe schon 8 Trefferpunkte gefressen. Von dem Gift halt, ja. Mhm. Und ich bin ja noch untergestürzt. Mir so ein kleines. Ach komm. Könnt ihr. Moinsen! Hallo. Ready? Jawohl. Ich speichere noch einmal ganz kurz. Ich probiere mir das ein bisschen anzugewöhnen. Oh, oh, und dann. Rein da. Desperado-esque. Das ist auch ein cooles Spiel. So. Ich hätte gedacht, er sagt, ihr dürft da nicht rein. Suche das nach. Oh, ich wollte direkt noch lesen. We're doing the absolute's work. State your business now. The mark glows, but you feel nothing in response. Your illithid power is beyond reach.
until you rest. Was hat es mit dem auf sich? Das habe ich noch nicht ganz verstanden. Irgendwie können wir denen so zeigen, dass wir die Absoluten sind. Aber wohl anscheinend nur einmal, während wir, also bevor wir rasten halt. Ich habe eine Audienz bei dem, der hier das Sagen hat. Das wäre enttäuschen. Einschüchtern. Gedanken wahrnehmen. Sie scheinen angriffsbereit. Das ist halt am meisten, ne? Ja, ich glaube, das versuchen wir. Oh, 15. Ich füge noch den Bonus hinzu. Dann hoffen wir mal, dass das klappt. Cool. Cool. Wir haben schon ziemlich Würfelglück. Well, you ain't the first foreign type, I suppose. Gonna have to be a bit more specific though, mate. Absolute's got a few favorites around here. You here to see Priestess Gut, Boss Raxlin, or the Drow? Raxlin ist der Typ, über den die die ganze Zeit gesungen haben, ne? Ich habe eine Audienz bei der Drow, Priesterin Gut. Ich will eigentlich Halsey sehen, mein Freund. Ja. Erstmal Handel. Ach komm, wir nehmen mal Raxlin. Vielleicht hätten wir besser auf. Also ich kann. Ich weiß nicht, für die so. Wer ist das denn? Priesterin ist vielleicht weniger aggro. Weil so gläubig und so. Und sie glauben ja. Schwierig. Ich nehme mal die Priesterin. Einfach völlig random, ehrlich gesagt. Do you know? Might feel different once she puts a burning brand here. She's through the main doors. Just follow the smell of burnt goblin ass. Okay, immerhin. Wow, 120 EP. Wir sollten uns aber rechts halten, hat der andere gesagt, ne? Genau. Ich lese noch kurz im Journal. Ich wollte Signal sagen. Private Quest. Finde mir über das Artefakt heraus. Das ist Schattenherz. Ja, genau. Rette die Flüchtlinge. Besiege die Goblins. Rette den ersten Druiden. Wir erfuhren, dass die Goblins die Überlebenden tief in ihrem Lager gefangen halten. Halsin könnte dort sein, falls er überlebt hat. Rette Wollo. Die Goblins zwangen Wollo zu einer Darbietung. Dann führte ihn eine Wache ins Innere des Lagers. Er benötigt offensichtlich unsere Hilfe. Besiege die Goblins. Töte alle drei Anführer. Wow. Das Goblin-Lager hat drei Anführer. Raxlin, Gut und eine Drow. Rette den Druiden Halsin. Wir haben erfahren, dass die Goblins die Überlebenden tief in ihrem Lager gefangen halten. Halsin könnte dort sein, falls er überlebt hat. Suche das Nachtlied. Wir haben den Tempel erreicht, in dem sich angeblich das Nachtlied befindet. Wir sollten danach suchen. Was hat es mit dem Nachtlied noch einmal auf sich? Das weiß ich auch nicht so genau. Ein Magier in Baldur's Tor verspricht demjenigen, der ihm das Nachtlied bringen würde, eine stattliche Summe Geld. Okay, das behalten wir mal im Hinterkopf. Tochter der Dunkelheit. Wir haben mit Schattenherz über die Schmerzen gesprochen, die ihr geheimnisvolle Wunde auslöst. Zitat unwissend. Doch vielleicht verschweigt sie uns etwas. Ja, vielleicht. Ja. Saluna. As if mingling with a horde of goblins wasn't bad enough. Let's do what we have to do, then get out of here. Was ist das Problem? Das müsst ihr mir nicht zweimal sagen. Das müsst ihr mich nicht zweimal sagen. Ich frage mal, was das Problem ist. Saluna's a bad omen. Just look what's befallen her temple. Though I'll grant it must have been impressive once, in all its profane glory. I wonder what happened. No matter. I'll breathe easier once we're clear of this place. Schattenherz, lass bitte mich reden. Nicht, dass du da noch alle anfickst hier. Selune, ein böses Omen? Wohl kaum. Was ist wirklich los? Ist das die Priesterin Selune oder was? Nein.
Irgendwie klingelt da bei mir was. War da nicht, als bevor du ganz alleine, ja, das Bärenjunge da getötet hast? Ja. War da nicht eine Statue, die Selune zeigte? Boah. Kann sein. Ein böses Omen? Wohl kaum. Was ist wirklich los? Jetzt hauen wir mal den Nagel rein. Komm. We don't have time for this. Besides, I already explained myself. Mein Gott. Ihr könnt mir trauen. Ich will wissen, was euch bedrückt. Das wäre überzeugen und einschüchtern. Boah, einschüchtern würde ich sie ungern. Definitiv nicht. Überzeugen. Sollen wir das Thema einfach nicht mehr erwähnen, bis sie von sich aus etwas zugibt? Weil langsam wird es doch ziemlich öde, hier immer an den Berg abzuprallen. Komm. So, und ihr? Habt ihr alles im Griff? Da oben sind auch noch welche. Wenn du links und rechts gehst, da könnte man zwar hoch, aber da hat es auch noch Feinde. Wir fangen mal noch keinen Ärger an. Gehen da mal. Ich trage einfach die Gitarre oder die Laute. Die Laute, ja. Mal direkt hier noch ein bisschen looten. Nichts. Nichts. Okay. Linke Seite, genauso nicht. Wäre auch komisch, wenn es hier noch was zu looten gäbe. Die haben doch schon alles geloot. Okay, es riecht nach Ärger. Es riecht ziemlich, ziemlich nach Ärger. Irgendwie. Sollen wir den offiziellen Weg gehen oder sollen wir uns immer rechts halten und den Schrein folgen? Ich glaube, wir folgen dann nachher rechts. Wir folgen rechts. Hast du was zu handeln? Schriftrolle Person festhalten. Wäre schon auch cool, aber für 156 ziemlich saftig. Ich lasse mich bald brandmarken, keine Sorge. Wir lügen mal. Mhm. Priestess will sort you out. Only thing she likes more than praying is burning folk. Na super. Wir folgen mal, wie er gesagt hatte, rechts und dann den Schrein nach. Könnte das Halsin sein? Ich mach mal das Licht aus. Polterbank. Liam heißt er. Oha. Poor lad. I could give you peace, you know. But no. You gotta keep silent, don't you? Where do they flee to, you stubborn rat? Please, stop! Konntest du nicht mal Leute schlafen legen? Here to see your friend, have ya? Come and join him if you like. Say we'll take over. His work is sloppy. He'll kill the prisoner too quickly. The mark glows, but you feel nothing in response. Your illithid power is beyond reach until you rest. Wenn es noch so oft sagt, macht endlich eine Rast. Ja, aber wir haben es ja auch so hingekriegt. Täuschen, geht was trinken, neuer Boss schickt mich als Ablösung, auftreten, ich übernehme schlechtes Handwerk, heißt, dass der Gefangene zu schnell stirbt. Gedanken wahrnehmen. Das sieht interessant aus. Lasst mich ihn prüfen. Warum foltert ihr ihn? Können wir vielleicht zu... Ich denke, wir gehen direkt auf Täuschen. Ja. Weil wenn wir zuerst fragen, dann... Oh, Mist. Oh, shitty, shitty, bang, bang. Ich habe Glück heute. Ja. Kritischer Fehlschlag. Okay, Mist. Ich versuche es. Versuche ich es erneut? Nein, das werden wir nicht schaffen. Scrawny thing like you. I'll believe that when I see it. Oh nein. Dann seid still und lernt. Ich bin ein wenig aus der Übung, ein andermal. Oh Mann. Das wird Ärger geben. Aber ich will den nicht weghämmern, da den. Nein, 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 nein. Get out then! Ich wollte eigentlich. Soll ich ihn schlafen legen? Es sind eben zwei.
Ich werde mal noch kurz mit der Ratte reden hier. Hands off! This one's ours. Oh. Let me kill. Let me eat him. Nice red, red prisoner full of meat. Oh my Let god. Let me eat. I'm hungry. So hungry. Okay. Alter. Der tut mir echt leid, irgendwie. Ich zaubere. Mhm. Ich speichere. Dann komme ich hier mal aus dem Weg. Hab einen Zauber. Wo ist er? Die Frage ist, wieso wollen wir den jetzt retten? Keine Ahnung. Ist ein Mensch. Der hat ja Infos. Kannst du mit dem reden? Ich habe hier noch was entdeckt. Lass mich mal gucken. Das stimmt eigentlich. Wieso wollen wir den retten? Also, ich frage mich nur, beginnen wir dann Ärger mit jemandem, der uns eigentlich, also nicht egal, aber... Ja. Was hast du für einen Zauber? Ich muss gucken, wo ich den habe. Stille heißt der. Damit kann ich eine schalldichte Sphäre erstellen. Das heißt, wenn wir darin fighten, dann hören es nur die zwei. Könnten wir nicht einfach einen packen und ihn wegwerfen? Zu schwer zum Werfen. Okay. Ja, komm, lass mal machen. Soll ich die Sphäre erstellen? Kannst du mir, gib mir noch kurz eine Sekunde. Ich habe nämlich das Gefühl, dass ich hier hinten noch was entdeckt habe. Oh. Oh, Rainy Bird. Der Rainy Bird. Achso, wegen der Minimap. Das ist weg. Gang. Soll ich? Ich weiß nicht. Soll ich das mal versuchen? Ich speichere schon fast zu viel. Die Klinge der Grenzen. Ich glaube, ich versuche hier mal durchzukommen. Ich klick mal. Ich folge dir. Goblin-Lager. Dann kommen wir raus. Okay. Ah. Also das heißt... Ah. Hier hätten wir auch reingekommen. Ich komme wieder rein. Aber falls wir fliehen müssen, ist das noch gut zu wissen, dass wir hier ein... Okay. ...einen Ort haben. Okay. Mit dem wir schnell fliehen können. Hau mal rein. Glocke? War stumm. Ich guck mal nach da vorne. Oh nein, da hat uns genau direkt von vorne noch einer gesehen. Aber direkt. Und ich gedacht, dass sie das so böse nehmen. Nimm's doch mal easy jetzt. Wir sind doch nur, also im Prinzip ist ja nur eine Blase um uns rum jetzt. Chill die Nuggets. Und noch jemand. Oh oh. Kritisch nochmal kurz fehlgeschlagen. Sehr schön. Oha, die wollen Hilfe rufen. Sehr geil. Gönn dir. Der da vorne sollte aber nicht wegkommen. Okay. Mache ich hier noch den Weg zu? Mist. Ich hätte... Kommt mir jetzt zu spät in den Sinn. Ich hätte noch ein Kätzchen. Dann den hier hinlocken können. Also weg kommt er hier nicht mehr. Der nicht, aber... Die anderen zwei die halt. Die anderen. Und das für irgend so ein Liam.
Hier kommt ein Liam. Der ist bestimmt super wichtig. Drecksack. Oh. Kommt rein. Nur nicht die anderen alarmieren. Kommt rein. Ach, ich kann kein Tierchen. Ah, weil ich verstummt bin. Sehr schön. Ich gebe zu, der Plan war nicht perfekt. Nicht so ganz. Aber hey. Oh, da steigt ja noch einer. Dann habe den schon als tot interpretiert. Doppelter Fehlschlag. Oh oh. War das laut? Schlachtruf nicht gut. Aber die da vorne sind immer noch nicht informiert. Wie viel hat der noch? 13 von 21. Oh nein, dumm. Oh, der hat nur noch eins. Das ist echt doof jetzt. Dann töte ich den jetzt mit einem. Ich hab gedacht, das verstummt wäre cooler, aber es ist sau doof. Ich kann nicht mal zaubern hier drin. Ja, das geht mir eben genauso. Also du musst vermutlich raus. Ja, ich sollte hier raus. Ja, wir haben gegen so einen Liam gerettet. Wenn das nicht Liam Neeson-mäßig dann abgeht. I will find you. Okay. Mutterbeglücker. Ich meine, wir wollen ja auch den anderen Freund retten. Ja. Oder? Also wir legen uns ja eh mit denen an. Wir werden ziemlich sicher nicht darum herumkommen, Krieg anzufangen, ja. Das ist so. Und weg ist er. Liam, halt doch mal die Schnauze. Hey, der hat nichts gemacht. Oder? Ich könnte. Oh. Okay. Dann hole ich ihn direkt raus, den Drecksack. Wow. Okay. On my way. Vielleicht. Klingt jetzt ein bisschen komisch, aber. Willst du Leichen wegräumen? Jo. Ja. Ich weiß nicht, ob das notwendig ist, ehrlich gesagt. Aber wo ist er denn? Ich kann leider nur fallen lassen. Ich bin zu lauch. Okay. Wie wär's mit einer kleinen Rast, damit wir uns ein bisschen auffallen? Ich bin noch ziemlich ready, aber ja, es sieht definitiv. Ja, das machen wir. Ein Inventar und dann vielleicht haben wir uns jetzt hier ein bisschen zu was hinreißen lassen. Nun. Aber wir können den Liam retten. Liam? Ich kann nicht mit Liam retten. Ich bin gerade noch am Aufleveln. Schlossknacken. Open up. Nein. Mano. Liam. Erneut würfeln. Komm schon, Liam. Das sollte ich jetzt nicht umsonst gewesen sein. Puh. Ah, du bist noch am Leveln. Sorry. Ja. Wollte da nicht weitermachen. Wir haben. Und er rennt einfach
Liam, du Spaten, würdest du gefälligst mit uns reden? Ich rede schon mal mit ihm, wenn es wirklich okay ist. Ja. I better go, before they catch us. I should be able to make it to the Grove on my own. They need to know they're in danger. Ich schaffe es wohl alleine zum Hain. Sie müssen gewarnt werden. Sag mir, ihr habt einen Druiden namens Halsin gesehen? Ja. Halsin? I don't know. He changed into a bear, but I lost sight of him. Ah. I don't know if he's still alive. Er hat sich in einen Bären verwandelt. Was wollten die Goblins von euch? The Grove. To the east. They wanted to know where we came from. Oh. They'll kill everyone. Please. I need to warn them. Ihr wart auf der Suche nach dem Nachtlied, nicht wahr? Yes. It should be here somewhere. They said there was a hidden passage underneath this temple. The place was supposed to be abandoned, but when we arrived... Was wisst ihr noch über den Tempel? Gibt es sonst noch Schätze? Weiter, wo finde ich das Nachtlied? Ich glaube, wir fragen mal allgemein über den Tempel. I'm not sure. All I know is there's a passageway to the Night Song. Brian had instructions, but the goblins got him. They said they'd eat him. I have to go. I have to get out of here. Ja, viel Erfolg. Wozu genau ist das Nachtlied gut? I don't know. The boss didn't say. He just said some wizard called Laroakan would reward us if we found it. That's all. Weggehen. Lassen wir ihn mal ziehen und er springt dann da hinten durch. Okay. Ja, und dann werde ich auch noch aufleveln. Nämlich zuerst Schattenbär. Schattenbärt. Stufenaufstieg. Ich würde mich als Meister der schweren Rüstung machen. Oh cool, so eine habe ich. Hast du immer noch? Ja. Saugeil. Glaube ich zumindest. Stufenaufstieg, Kleriker. Zaubertricks. Taumaturgie. Du bist bei Einschüchtern und Auftretenwürfen im Vorteil. Licht. Verleihe einem Objekt eine Aura aus Licht. Klingbann habe ich schon, brauche ich nie. Flammen erzeugen. Eine Flamme in deiner Hand erhält einen Radius von... okay. Nicht so die Mega-Dinge. Ich glaube, ich nehme Taumaturgie. Bist bei Einschüchtern und Auftretenwürfen im Vorteil. Machen wir mal so. Zauber vorbereiten. Ach ja, da war ja noch so viel. lass mal starten. Was haben wir hier? Die virtuelle Waffe und so weiter. Wache Genesung. Person festhalten fand ich halt ziemlich cool. Ja. Gebet der Heilung 5 bis 19. 4 bis 7. Kann nicht im Kampf gewirkt werden. Wirkt nicht auf Untote. Dann nützt die eigentlich so ziemlich... Ja, verhältnismäßig wenig. Heile eine Kreatur von Krankheit, Gift, Lähmung oder Blindheit. Okay, die behalten wir mal. Spirituelle Waffe haben wir schon. Schützendes Band. Beschütze einen Verbündeten. Er erhält Resistenz gegen alle Schadensarten. Stille hätte ich auch.
Er ist bei Attributswürfen auf ein ausgewähltes Attribut im Vorteil. Emotionen besänftigen. Ich fände halt Person festhalten ziemlich cool. Gut, aber da haben wir ja jetzt alle schon Zauber für, oder? Haben wir das? Also, ich habe mit Daniel Bert auf jeden Fall festhalten. Ich kann mit Gail jemanden festhalten. Okay. Das sollte dann auch reichen, ja. Ja, wollte gerade sagen. Wasser erschaffen oder zerstören, das hast du auch. Ja. Boah, das ist echt schwierig. Schutz vor Gift. Blindheit. Blende eine Kreatur. Angriffswürfe gegen sie sind im Vorteil und ihre eigenen Angriffswürfe sind im Nachteil. Ich glaube, das mache ich mal. Schild des Glaubens. Rüstungsklasse plus 2. Das wäre plus 1, aber sind halt alle. Boah, da könnte ich stundenlang mich vertun hier. Mhm. Ja, komm, das passt. Talent. Meister der schweren Rüstung, das hast du. Oben drüber, das habe ich. Nur schwere Rüstung. Ah, schwer gerüstet. Oh, boah, das gibt ja mega viel. Ich weiß halt nicht, wie viele man sich noch auswählen kann. Ich hätte halt schon gern auch noch schwere Waffen irgendwann, aber ich hoffe, der Punkt kommt noch mal. Geübt. Du bist in 3 Fertigkeiten deiner Wahl geübt. Belastbar. Erhöhe einen Attributswert um 1. Ist außerdem in Rettungswürfen dieses Attributs geübt. Boah, gibt das viel. Bist im Umgang mit Musikinstrumenten geübt. Brauche ich nicht. Deine Bewegungsrate wird erhöht. Wenn du dich bewegst, nachdem du einen Nahkampfangriff aufgeführt hast, provozierst du keine Gelegenheitsangriffe. Wow. Magie-Novize, erlerne 2 Zaubertricks und... Boah, meine Güte. Glückspilz. Du erhältst 3 Glückspunkte, die du nutzen kannst, um Angriffsattributs oder Rettungswürfen im Vorteil zu sein. Boah, Junge. Zwei Waffenkämpfer. Armbrustexperte. Wenn du Armbrust in Nahkampfreichweite ausführst, bist du bei Angriffswürfen nicht im Nachteil. Boah, es gibt so viele Sachen. Erhöhe ein Attribut um 2. Ach, soll ich vielleicht das geübt? Ach komm, ich mach das geübt. Gut, ja. Ja, was heißt das jetzt? Okay, so können wir, okay. Heimlichkeit, Überleben, Fingerfertigkeit, da nehme ich zwar immer mich eigentlich. Die können wir nicht, weil da sind wir schon bei 5. Täuschen, athletisch, arkane Kunde. Dann nehme ich doch auf athletisch. Dann auf einschüchtern eher weniger. Wahrnehmung, vielleicht knall ich sie da noch hoch. Und Überleben. Das sind zumindest die, die mir jetzt gerade so in den Sinn kommen. Aha. Annehmen. Cool. Und jetzt mich auch noch. Stufenaufstieg. Rainy Bear. 24. Ist leichter. Nein, definitiv nicht. Puh. Stufenaufstieg, das ist schon mal gut. Der Bade. Zauber. Wähle die dir bekannten Zauber aus, der liest dir unten aus. Zum Wirken sind Zauberplätze erforderlich, sofern nicht durch ein Merkmal anders angegeben. Ja, dem mit dir entsprechen würde ich eigentlich...
möglichst beide Visionen verwenden können. Okay, dann kann ich etwas anderes noch wählen. Überzeuge ein Tier, dich nicht anzugreifen. Okay. Person bezaubern. Heal. Feenfeuer. Alle Ziele im Licht werden sichtbar und von Angriffswürfen gegen sie sind im Vorteil. Du und Verbündete in der Nähe sind gegen Fallschaden immun. Entfessle eine Welle donnernder Energie, die alle Kreaturen und Objekte zurückstößt. Ich glaube, das werde ich mal machen, weil das können wir vielleicht verwenden, um jemanden runterzuschubsen. Die Donnerwoge? Jo. Die ist nice, ja. Zauber ersetzen. Die Anzahl der Zauber, die du mental präsent haben kannst, ist begrenzt. Bei Stufenaufstieg kannst du die alten Zauber... Okay, raus wäre dann... Lass dich selbst oder einen Verbündeten gegen verängstigt immun werden. Temporär 5 Trefferpunkte pro Zug erhalten. Das haben wir zumindest bis jetzt nicht benötigt. Rein. Ach, obwohl. Nein, was habe ich denn getan? Ah, ich bin eine Dumpfbacke. Mann. Ich wollte Stufe 1 kurz zurück. Ja, Badestufe 2, genau. Pipapo, jo. Zauber, nehme ich das schöne Dingens hier, die Donnerwoge. Und Zauber ersetzen brauche ich nicht annehmen. So, let's go. Dann hat sich ja der Kampf jedoch ziemlich gelohnt eigentlich. Siehste mal. Den Zorger hat schon jemand gelootet. Früher oder später wäre es auch so passiert, aber... Vielleicht. Was hat der Kollege denn genau erzählt? Also der Typ hat sich in einen Bär verwandelt. Genau, also den Hansin, den wir suchen, der scheint ein Bär zu sein. Das massiver Bär. Die Überlebenden tief in ihrem Lager gefangen haben, Hansin könnte dort sein, falls er überlebt hat. Als Bär. Oh, ich kann übrigens jetzt noch Gesang der Rast. Erfrische dich und deine Verbündeten wie durch eine kurze Rast. Oh, sehr geil. Ich kann schon ziemlich gut singen, nicht? Ja gut, das aber dann würde ich auch geroleplayed haben, wenn du da, wenn das passiert. Natürlich. Nein. Dann würde ich doch sagen, machen wir hier nochmal eine kurze Cut. Wir beiden Knuffis, guck mal, wir sehen schon aus wie Siegfried und Roy. Ein bisschen, ja. Aber ja. Heldengestalt anzulangen. Definitiv. Dann bedanke ich mich fürs Dabeisein bei dir, sowie bei den Zuschauerinnen und Zuschauern. Und freue mich schon auf die nächste Folge. Bis dahin, gehabt euch wohl und tschüss.